spar dir diese Netzwerktreffen, egal was. Da gehen alle die Hilflosen hin, die nicht verkaufen können. In der Hoffnung, dass sie mit jemandem ins Gespräch kommen und dass der anschließend was bei denen kauft. Letztens in einem Seminar hatte ich einen Teilnehmer, der ist Finanzdienstleister oder Baufinanzierer, sowas in der Art. Und er erzählte, Dirk, was hältst du von diesen Netzwerktreffen? Es gibt ja diese Xing-Netzwerktreffen oder es gibt so eine Organisation, wo man sich jede Woche einmal früh morgens trifft. Was hältst du von diesen Netzwerktreffen? Und dann habe ich ihm folgende Geschichte erzählt. Und zwar sind wir in einem Business Club in Bochum, in einem Business Club, und dort sind etwa 200 Mitglieder drin. Und dieser Business Club macht regelmäßig auch Events. So, und wer geht in so einen Business Club rein? Die Mitgliedschaft, die kostet ein paar tausend Euro übers Jahr gesehen. Wer geht da rein? Und dann habe ich mir die Liste angeguckt. Ich habe einmal die Liste gesehen, wer sind die Mitglieder? Da hast du alle Banken in Bochum, da hast du alle Autohäuser, Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und so weiter. Die sind alle dort drin. Also wenn du dir die Liste anguckst von den 200 Mitgliedern, dann hast du 95% Leute, die etwas verkaufen wollen, die in diesen Netzwerktreffen Kunden suchen, die Umsatz machen. Und nur 5% sind potenzielle Kunden. Natürlich, ein Autohaus kann auch einem Steuerberater ein Auto verkaufen. Ne? Und eine Bank kann natürlich auch einem Autohaus Finanzdienstleistungen verkaufen, ohne Frage. Aber wenn ich mir das genau angucke, wer geht zu diesen Netzwerktreffen? Bei allem Respekt, da gehen alle die Hilflosen hin, die nicht akquirieren können, die nicht verkaufen können. Die gehen dahin in der Hoffnung, dass sie mit jemandem ins Gespräch kommen und dass der anschließend was bei denen kauft. Also, meine Empfehlung, spar dir diese Netzwerktreffen, egal was. Egal, ob du von irgendeinem Online-Portal ein regelmäßiges Netzwerktreffen hast. Also wenn es darum geht, auf einem Netzwerktreffen neue Kunden zu akquirieren und was zu verkaufen oder im Anschluss was zu verkaufen, bitte, dann spar dir die Zeit, geh da nicht hin. Erster Gedanke. Zweiter Gedanke, lerne verkaufen, lerne zu akquirieren. Hey, ich war früher auf Trainerveranstaltungen und weißt du, die Trainerveranstaltung, das war im Schwerpunkt auch, hey, ich bin ein guter Trainer, aber ich habe keine Aufträge. Und gibt es hier welche, die mehr Aufträge haben, als sie abarbeiten können? Gibt es hier Aufträge, die ich mitnehmen kann? Also, es waren die Hilflosen da. Die Hilflosen, die keine Arbeit haben, keine Aufträge haben, die nicht verkaufen können und die denken, dass sie möglicherweise ein paar Krümel vom Kuchen kriegen. Geh da nicht hin. Das Gleiche für dieses standardisierte Netzwerk, wo man einmal in der Woche morgens um 7 antreten muss. So, da geht es darum, dass du andere empfiehlst, respektive, dass dich andere empfehlen. Aber wann empfiehlst du etwas? Du empfiehlst doch etwas, wenn du davon begeistert bist. Du kennst doch gar nicht die Leistung, die die anderen Netzwerkpartner an der Stelle liefern. Sie erzählen, dass sie gut sind. Aber jetzt mal offen unter uns, wenn sie richtig gut wären und genügend Aufträge hätten, warum sind sie dann einmal in der Woche um 7 Uhr bei diesem Treffen? Auch da, aus meiner Sicht, gehen nur die Hilflosen hin. Wenn du weißt, wie du akquirierst, wenn du weißt, wie du verkaufen musst, dann hast du das nicht nötig, dann musst du dich da nicht anbiedern. So. Also, bitte, wenn du in irgendwelche Netzwerke reingehst, dann überleg dir genau, warum willst du das machen? Warum willst du deine Zeit und Energie dort investieren? Ja, ich habe auch schon Aufträge über Veranstaltungen bekommen.
Aber das sind dann Veranstaltungen, die nicht im Business-Kontext sind. Also zum Beispiel habe ich einen sehr großen Unternehmer kennengelernt beim Formel-1-Rennen in Abu Dhabi. So, auch da musst du gucken, wenn du auf der Tribüne sitzt, wo die günstigen Tickets sind, wird nichts passieren. Wenn du dann aber ein VIP-Ticket hast für mehrere tausend Euro, dann lernst du auch andere Leute kennen, die Lust haben, sich Formel 1 anzugucken für mehrere tausend Euro. So, ja, habe ich auch kennengelernt, aber du läufst da nicht rum und sprichst jeden an in der Hoffnung, dass du nachher einen Auftrag kriegst. Bitte, die das machen, können nicht akquirieren und können nicht verkaufen. Mein Tipp ist, lerne verkaufen. Egal welchen Weg du nimmst, um Neukunden zu akquirieren, aber hör auf, deine Zeit zu verschwenden und Leute zu nerven, die ein schönes Event erleben wollen oder einen schönen Abend haben wollen, weil du rumläufst und dort deine Produkte anbieten willst. Das ist in Ordnung, deine Produkte anzubieten, aber achte auf den Rahmen. So, wie lernst du verkaufen? Komm mal zur Vertriebsoffensive. Link findest du irgendwo rund um dieses Video. Komm dahin, 2 Tage. Und danach weißt du, wie das geht. Kannst du es dann? Hey, dann könnte ich auch zaubern. Ne? In 2 Tagen jemanden zum Verkäufer ausbilden. Aber nach 2 Tagen hast du eine Idee, wie es deutlich besser geht, als morgens um 7 in irgendeinem Netzwerk zu sitzen, respektive auf irgendwelche Abendveranstaltungen zu gehen, wo sich jeder nur gegenseitig was verkaufen will. Also komm zur Vertriebsoffensive, lerne verkaufen und such dir deine Kunden dann selber aus. In dem Sinne, Attacke und fette Beute.